Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde SnowRunner. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut, ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und heute machen wir Werkzeuge im Eis. Dann nehmen wir diese mal an. Dann werden wir hier, schauen wir uns das mal auf der Karte nur, wo müssen wir hin? Werkzeuge im Eis. Wir müssen die Straße wieder zurück. Wir müssen da einmal rum. Und die Zementsäcke holen. Jetzt muss ich mal ein bisschen leiser machen. Und dann müssen wir es hier abladen. Ihr seht, ich habe mich für einen anderen Auflieger entschieden. Der wo so ein bisschen den höheren Aufbau hat. Jetzt da mal schön rumdrehen. Ich weiß, dass wir mit dem langen Ding hier rumkommen. Aber ich denke mal schon. Also zieht man mit der Windnummer. So. Kran ist auch am Start. Dass wir die ganzen Dinger einsammeln können. Also wir ein bisschen zu Kohle kommen. Ein paar Fahrzeuge habe ich schon eingelagert, dass wir eben Platz haben. Dann möchte ich in den nächsten Folgen möchte ich so, noch ein paar andere Missionen hier machen, bevor das wieder zurück nach Michigan geht. Ich habe jetzt für den Auflieger entschieden, den habe ich noch nie gehabt. Ich hätte mich jetzt für so einen Bootwandauflieger oder, auch entscheiden können, aber den haben wir ja schon in Russland gehabt. Das wollte ich dann nicht nur mal machen. Das müsst ihr den Auflieger da vorne stehen lassen. Ah, da ist eh schon das Paket. Aber war ja schon am ersten Paket vorbeigefahren. So, jetzt passen wir auf. Dann kommen wir da hoch. Dann Kranmodus, Stützen vom Maus. So, da. Dann wechseln wir wieder in den Kranmodus, Stützen raus, Kranmodus, dann springen wir das ganze Zeug um. Thank you.
Ast wackelt und hat Luft. Das erste Paket ist verladen. Okay, jetzt ist das erste Paket verladen. So. Da ein Rückwärtsgang rein. Da werden wir wahrscheinlich die anderen Pakete werden wir dann nur mit dem Lastwagen holen. Man hätte es jetzt mit dem Freightliner auch machen können, gell? So war es jetzt nicht gewesen. Aber ich fahre gerne mal mit meinem russischen Lastwagen durch die Schneelandschaft von Alaska. Und hier haben wir schon das zweite Paket. Schwach auf der Brust, und so zieht er jetzt auf. Ah, jetzt hat's. Schon ein bisschen leider rein. Setze ich das dabei einmal da ab. Und dann geht es weiter zum nächsten. Wer hat das dann schon noch sauber verladen? Wir müssen da gerade zuerst eine günstige Position holen, damit dass ich den wieder hier beladen kann. Ist das da außen und sich spielen, damit dass ich dann vor und dann verliere ich das Paket noch. Aber den da hier an der Straße werden wir nicht so anstehen. Ich glaube, hier ist das am besten. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Die zwei sind da unten. Ja, okay, gut. Planänderung. Wir fahren aufs Eis. Wir fahren aufs Eis und machen das am Eis. Ich
kleine Rutschpartie. Lass mich mal schauen. Wir waren dies dann ein bisschen. Eigentlich egal. Wir dann zurückgefahren. Eigentlich egal. Dann stimmen wir uns den Auflieger da her. Dann fahren wir einfach einmal die Runde. Dann Anhänger lösen. Wird spaßig werden. In den ganzen Varianten, was man machen kann, ist das wahrscheinlich nicht die, die was am klügsten ist. Auf einen zugefrorenen See mit schwerem Gerät hantieren. Alles klar. Dann. In der Hoffnung, dass uns die Bauaufsicht nicht sieht, weil das macht man natürlich nicht mit herausgefrorenen Kran durch die Gegend fahren. Aber ich gehe mir davon aus, dass in Alaska so einiges anders ist. Kranmodus. Alles klar. Geht dahin. Mit dem Zement. Stabil steht, oder ja? Im Normalfall würde es wahrscheinlich eh hochkippen. Vier Stück Zementpaletten haben wir. Aufgeladen, muss gerade nur schön sauber verladen werden. Wir haben im Moment Level 10, nur für denjenigen, die was interessiert. Dann mal einen Kran wiederherstellen. Jawohl. Anhänger, Gurte um. Und dann geht's runter vor den See. Upsa. Mal ein bisschen vorsichtig agieren.
ankoppeln. Dann bringen wir. Ach, den laden da mal nicht. Ich hätte ihn nicht verladen sollen. Aber ich sag gleich, wir fahren jetzt durch. Und dann haben wir die 4 dann verladen unten an der Stelle. Warum einfach, wenn es kompliziert angeht? Das Ganze ein bisschen aus der Außenperspektive. Wundert mich, dass ich die. Also, wenn ich es wahrscheinlich entlade, dann. Ah, lass mal besser den Blödsinn. Wie wollen wir da jetzt genau an der Stelle umeinander doktern müssen und wieder mit dem Kran. Dann lieber mit der Außenansicht oder mit der Hängeransicht spielen. Wer braucht schon Spanngurte? Wo soll denn das Zeug hin? Geld hat es geheißen, daheim hat es geheißen, wo möchte es denn hin? Weiß mal was anderes. In der Folge 43 mit Hängeransicht spielen, als wir, wenn man es ist, mit der Innen- und Außenansicht spielen. Komm halt mal da mit der Hängeransicht. Wir sind eh richtig. So was nennt man auf gute Nachbarschaft. Gut, dann sah nicht von Nachbarn. So. Dann tun wir den ersten entladen. Dann tun wir jetzt die 3 verladen. Dann gehen wir wieder raus. Und schon haben wir $3.100 kassiert. Und dann haben wir aber noch keinen Rang dazu kriegt. Macht nichts. Jetzt haben wir mal ein bisschen gefahren. Aber das gehört zur guten Nachbarschaft dazu, dass man meinen Nachbarn einen Zaun ein bisschen hochfährt. So. Dann geht's weiter im Programm. Das Ganze ja jetzt 19 Minuten dauert. Dann haben wir jetzt die ganzen Aufgaben haben wir jetzt erledigt. Dann haben wir, weiß ich auch nicht mehr, wie das Ding geheißen hat. Dann. Müssen wir das abliefern. Offroad Truck, hohe Sattelplatten erforderlich. Aktiviert. Das heißt, wir fahren jetzt hier hoch.
Und schauen wir mal, was da unten Sache ist. Mal gerade noch mal das Ding anschauen. Lieferung zum Hafen. Doch, den haben wir schon unten. Also heißt, wir können, bevor wir angefahren, können wir den Auflieger wieder verkaufen. Dann haben wir auch wieder ein wenig Kohle. In der Kasse. Wir hätten zwei Missionen in einer Folge erledigt. Denn ich möchte immer schauen, dass ich so viel wie möglich schaffe, dass man so von da auf Michigan umgekommen in einer Mission, dass man dann in Michigan bleiben können. Das war jetzt so mein erklärtes Ziel. Machen wir dann wieder ein paar Folgen in Black River und gehen dann wieder dann zurück nach Russland. Das war so mein Kreislauf, was ich gerne haben möchte. Mein Plan: Michigan, Russland, Alaska. Sind noch ein kleines Bergen auch, dann ist er nämlich wieder voll tankt und repariert. Dann haben wir nämlich da volles Potenzial wieder. So, wenn ihr so einen Auflieger habt, anscheinend kann man jeden Hänger verkaufen. Ich habe jetzt das mit den verbleibenden Hängern nicht ausprobiert, weil die sind zwar mal Tankanhänger, aber mehr Kameraanhänger. Das kriegst du anscheinend da die Kohle dafür. Dann geht es da hin, ich hab's den, dann müsst ihr ihn auszusuchen. Dann steht da verkaufen. Fertig. Wir lassen uns schnell bergen. Dann haben wir eine hohe Sattelkupplung, wo Anforderung. Hohe Sattelkupplung. Wo ist der Aufbau? Auslegerkran. Hohe Sattelplatten und auf geht's. So, wir kanterten den Weg da hoch davon. Das glaube ich, werden wir auch so machen. Oder sollten wir auch von zum Hafen und dann umfahren? Aber das ist, glaube ich, das ist Jacke wie Hose.
das in die Bergen kantert. Und ich bin eh den Weg noch nie gefahren. Also. Rein ins Gemüse, würde ich sagen. Was gibt's Schöneres, als wir nachts durch den Wald zu fahren, wenn man kaum einen Weg erkennt. Ich bin ja nicht ganz gut. Die Offroad-Reifen waren die gerechte Wahl. Scheint es ein bisschen spreu zu werden. Schauen wir mal, ob das einmal ganz hier so. Windenpunkt anbringen. Suchen wir uns den Windenpunkt. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass ich mir da noch einen Windenpunkt suchen muss. Aber es scheint, als wenn ich mich da selber umziehen müsste ums Eck. Jawohl. Ja Gott, dass die Stoßstange gleich umgeht und dann rutscht er. Ja, ja, das. Das wird das Gute. Schau, da ist ein verstecktes Upgrade. Da ist ein verstecktes Upgrade. Schauen wir mal, ob wir uns das da hin. Das ist gut. VCLT 9000. Das ist gut. Hat sich ja wenigstens schon ausgezahlt, dass man den Weg gefahren sind. Ich muss sagen, ich bin begeistert auch von der Aufbereitung. Also und ich finde es auch gut, dass da so versteckte Upgrades sind. Das heißt, man muss die ganzen Wege, alles was da in dem Spüler sind, einmal anfahren. Und dann genau aufpassen, ob nicht irgendwo ein verstecktes Upgrade ist. So. Da, wenn es abstürzt, dann wäre es zappenduster. So, jetzt müssen wir gerade mal schauen. Einmal. Ich gehe mal davon aus, dass da hinten auch noch mal vielleicht was sein könnte.
aber wir sind hier auf Mission unterwegs. Aber sollte da umfahren, wenn wir recht meinen Scout auslagern und einmal bei Gelegenheit umfahren, wenn ich es nicht vergiss, sollte da was sein, ich krieg's es nicht. So. Ah, okay, die übrigens, das war ein Weg. Dabei. Da ist dieser Weg. Kann schon sein, dass dieser Weg ist. Aber das scheint sie da ein Weg sein. Jawohl, da sind wir schon richtig hoch. Da einer. Ah, da hinten kann ich nirgends sein. Ich muss da vorne fahren und dann von vorne. Ich habe mir eben schnell gedacht, dass wir hinten so einen Zaun hätten oder sowas. Upsa. Das wäre nicht gut, wenn man einen Motor beschädigt. Weil viele kleine Beschädigungen machen dann das Große und Ganze, dass man dann nicht mehr weiterkommt. Ah ja. War ja gerade langweilig gewesen. Ha! Old Strip. Genau die Firma, wo ich mag. So, dann hängen wir mal das Ding oder die Schnucklige. Dann geht's ab, würde ich sagen, Richtung Hafen. Ah, vielleicht schneller gegangen, wenn wir auf unten gefahren waren. Aber so haben wir wenigstens ein verstecktes Upgrade gefunden. Also wie es ausschaut, ist ja der Hafen schon da. Oder da ist das jetzt gerade mit der Hauptstraße. Da vorne. Also so kurz getestet. So, jetzt schauen wir mal. Wir können jetzt oben umfahren, wir können unten umfahren. Au, da sind wir noch ein bisschen unterwegs. Da sind wir noch ganz ein bisschen unterwegs. Ich glaube, ich fahre alle oben um, oder? Aber es ist Jacke wie Hose. Mal den 35 Minuten haben wir schon. Mehr werde die Zeit ein bisschen im Auge behalten, weil die PlayStation nimmt gerade eine Stunde auf. Da ist nur mehr verstecktes Upgrade.
Da ist nur mehr verstecktes Upgrade. Aber da muss ich definitiv mit dem Scout her. Jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir mal gerade das. Das ist da irgendwo gewesen, gell? Da müssen wir einen Punkt herhauen, dass ich das nicht vergieß. Vergessen wäre es hundertprozentig. Abstürzen. Gut, der Weg hätte jetzt auch ausgezahlt, wenn ich mal da und drum gefahren bin. Hätten wir halt da das versteckte Upgrade gekriegt und hätten das da oben vielleicht irgendwann einmal in einer späteren Folge gefunden. Aber da stellt sich mir wieder die Frage, interessant ist das wirklich, wir haben hier da hinten die Firma gebaut. Jetzt liegen wir irgendwo auf. Ja, ja, da sind wir. Da liegen wir jetzt auf. Das da zurück. Da rumziehen. Also bis dort unten ist der Fluss gewesen, haben wir gesehen. Also dann da raus. Dann auf die Straße, aber wir werden eher den geraden Weg nehmen. Da geht's zwar alles, aber wir hüpfen mit der Winde ein bisschen mit. Den Strommasten folgen, da können wir schon hin.
Weiß ich aber, warum die hohe Sattelplatte. War vielleicht gut, wenn die Federung nur ein bisschen höher war. Dann war da, glaube ich, nur ein bisschen mehr heraus aus dem ganzen Dreck. War er nur heraus aus dem Dreck. Aber sind wir jetzt gleich heraus. Ein bisschen messen wir noch. Jetzt kommt, glaube ich, die schwierigste Stelle von dem ganzen Abschnitt. Nein, jetzt hängen wir da an dem. Ah, macht man das da so. Wir sehen uns da ein wenig aus der Misere. Da vorne war nämlich die Hauptstraße. Machen wir aus SnowRunner der Vorsimulation SnowRunner den Windensimulator. Besten Schlappen nützt nichts, wenn man zu tief im Dreck steckt. Na komm schon, zieh dich. So. Weiter Führer kommen zum nächsten Windenpunkt. Das war ja nicht mehr weit. So gesehen.
Da vorne schaut es auch wieder besser. Linken Punkt. Nein, jetzt sag nicht, dass ich mich komplett festgefahren habe. Ich müsste mir ja gerade ein wenig weiter durch da dran. Jawohl, das ist jetzt der richtige Punkt. Ich sage ja, das ist jetzt der gefährlichste Abschnitt. Gott sei Dank habe ich mich für die Seiten entschieden. Da sind noch wenigstens Windenpunkte. Und das Vernünftige. Oder? Und schon haben wir wieder gescheiten Boden unter die Räder. Ah, gescheit. Aber eben noch besser. Da vorne ist die Hauptstraße, kommt der Hafen und dann innerhalb von 5 Minuten haben wir jetzt die Mission erfüllt. Auf die Uhr, ja, 50 Minuten habe ich auf meinen Timer oben. Aber wir sind jetzt hier. Der Hafen ist unten. 90 Liter Messer man auskommen durch. Es war schlimmer gewesen, wenn wir den anderen Weg genommen hätten. Jetzt erklären wir den Fluss und dann sehen wir gleich da. Schön rollen lassen, dann braucht er nicht so viel Sprit. Das Ziel ist in greifbarer Nähe. Es kann nicht mehr viel passieren, außer dass man es gleich umschmeißt.
Dachte, wir haben ja Piloten mit einer Animation. Jeder wohl. Okay. Das war's, meine Sportsfreunde. Ich hoffe, die Folge mit den zwei abgeschlossenen Missionen hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues von mir verpasst. Und dann wünsche ich nur bis zur nächsten Folge einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB, Servus!